Moin, ihr Füchse da draußen und willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch recht herzlich zurück zu The Witcher 3 Wild Hunt. Wir sind gerade dabei, mit einem Barbier seinen, mit einem Dichter und Sänger wie Rittersporn seinen Barbier zu suchen. Und während wir das so tun, singt er die ganze Zeit und Geralt ist nicht sonderlich erfreut darüber, was sie ihm gerade mitteilt. Den ganzen Weg so weiter. Also, ich hoffe. Sie sagten, leb wohl den moosigen Steinen und schritten von dannen. Zweifel gab es keinen. Ja, läuft bei dir. Ja, Gera geht mir auch auf den Sack, aber hilft nichts, ne? Wir beeilen uns. Los, geh mal ein bisschen Gas hier, wir wollen jetzt fertig. Der Ort, den die Karte bezeichnet. Zurück, verdammt. Oh. Ah, Hexer, bleib im Weg! Ja, bin doch dabei. Ist doch alles gut. Oh, was ist damit passiert? Oh je. Folge Le Papillon. Was war das für ein Unhold? Eine Arche Spore. Ob hier noch mehr davon sind? Möglich. Wer weiß. Was sagen denn deine geschärften Sinne? Dass du besser die Beine in die Hand nimmst. Vorzüglicher Scherz. Ziehen wir weiter. Du wirst mich doch verteidigen, oder nicht? Auf zum zweiten Punkt auf der Karte. Die Klinge ging nieder, seine Haut sie zerfetzte. Das Blut des Archespor, die Umgebung benetzte. Dem Gedärm des Biests entfiel kein Teil vom Barbier. Er wurde erwischt von anderem Getier. Da, Jean-Louis Korb. Den würde ich überall erkennen. Er war hier. Wir können sicher sein. Ich untersuche mal, was auch immer hier so ist. Zertrampeltes Gras, Fußspuren von mehreren Leuten. Und Blut. Du hast wohl recht gehabt. Es ist ihm etwas zugestoßen. Puh, ein Glück. Hoffentlich waren es keine Zyklopen. Da gibt es kaum Reime. Das ist scheiße. Das ist seine größte Sorge, dass er da vielleicht nichts drauf reimen kann. Und das kühl und schon. Bist du ihm schon auf der Spur? Natürlich. Oh, es geht hier wohl in eine Höhle hinein, wa? Der Boden ist felsig. Die Spur verliert sich hier. Sind wohl tiefer in die Höhle vorgedrungen. Einer treu. Welch fürchterliche Finsternis. Furcht inspiriert dich nicht? Findest du keinen Reim? Was ist denn hier los? Nichts als Geschwätz, du Bartbügler. Der letzte Schrei. In einem Kacknest wie Kovia. Das hier ist Nilfgaard, du Pfeifenwichs. Was hat er dir getan? Was er mir getan hat? Er hat mich frisiert. Mir einen Entenarsch verpasst, einen Affenputz, einen Biberschwanz. Ich weiß es nicht mal. Ich sah so unmöglich aus, dass ich das Turnier absagen musste. Wo ich meine Tapferkeit bewiesen hätte. Mademoiselle Vivienne de Tabry wäre mein Preis gewesen. Dann kommt er und schwätzt von letztem Schrei. Und ich vertue meine Chance wegen meiner Haare. Du hast es ihm ja ganz hübsch heimgezahlt. Ich habe erst angefangen. Vielleicht sollte ich noch mehr abschneiden. Haare wachsen nach. Nein, scheiße! Haare wachsen. Du willst wirklich jemanden umbringen, weil dir die Frisur nicht gefällt? Wer bist du, Rumtreiber, mir Vorhaltungen zu machen? Ein Ritter mit Waffen? Vor uns steht ein Rächer der Unterdrückten, Jungs! Auf ihn! Vielleicht hätten wir da auch nochmal unsere Weisheit beweisen können. Hört her, liebe Leute, und sperrt die Ohren auf. Der Hexer gab dem bösen Ritter mächtig ein paar drauf. So sieht das aus, Leute. Mund halten und kämpfen. Mund halten und kämpfen. Denk dran, du musst siegen. Ich hab das Ende schon geschrieben. Du musst siegen, ich hab das Ende schon geschrieben. Ah, das ist gut. Denk dran, du musst siegen, ich hab das Ende schon geschrieben. Großartig. Geht's dir gut? Oh je, du siehst aber echt nicht gut aus. Aber die Frisur ist auch mal ganz interessant. Le Papillon? Bei Majorans Wunden. Du hast mich im letzten Moment gerettet. Gern geschehen. Jean-Louis Ludovic nehme ich an. Verschwinden wir von hier, bevor... Ruhe! Alle beide! Ich hab's!
Die Mannen des Ritters erstarren vor Angst. Der Ritter selbst hat die Hosen voll. Nicht so ganz, ne? Der Hexer schlägt zu, haut den Ritter in zwei, entmannt ihn gar, der Trick ist toll. Ein weiterer Streich, er ist schon ganz bleich. Der Hexer lässt ihn im Blute baden. Ja, sogar ertrinken, wir sehen ihn versinken. Und alles zu Ehren der Herzogin Gnaden. Bravo! Komm her, bravo. Bravo. Fast könnte man glauben, du warst dabei. Er gallert erstmal. Nicht wahr? Endlich hat Meister Rittersporn einen würdigen Rivalen. Ja, yeah, ja. Yeah. Ich bin Was begeistert. Ist mit meinem Lohn? Ich habe beschlossen, dir einen vernünftigen Anteil meiner Einnahmen zu überlassen. Zahlbar, was sagen wir, halbjährlich? Du bist also pleite. Ich schulde dir 1000 Dank, Meister Hexer. Ich zahle dir gerne deinen Lohn. Außerdem kannst du dir bei mir jederzeit die Haarspitzen schneiden lassen. Hm, danke. Pass auf dich auf. Na siehst du, haben wir doch noch Kohle gekriegt, ne? Ja Leute, dann hau rein. Was für eine witzige Geschichte. Haben wir ja doch noch was gefunden. Schön, schön. Was doch noch nicht ganz zu Ende. So, jetzt aber wieder boxen. Heißt, einmal aus der Höhle raus. Kurz bis zum nächsten Morgen einmal ein bisschen entspannen. Zeit muss ja auch mal ein bisschen verstreichen, ne? Alles auffüllen und jetzt die nächste Wegmarke finden. Und nehmen wir am besten die hier, ne? Zum Weingut. Und noch viel weiter. Laufen, 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 laufen. Was macht ihr denn da langweiliges? Oh, lachen, das ist, Hauptsache man hat Spaß, ne? Das ist ja so. Hauptsache man hat Spaß. So, besiege Stillwasser im Faustkampf. Machen wir. Wo ist der gute Mann denn? Da oben. Da gehen wir am besten zum Metina-Tor. So, dann wollen wir mal. Ja, die ist auch nicht so einfach, ne? Du heilige Scheiße, Vampire! Verdammte, dreckige, lebendige Vampire! Du, das ist vorbei mit den Vampiren, da bist du nicht mehr ganz aktuell. Dass sie das weiß. Wer weiß sie das? So, wo ist denn hier Boxen? Er schleicht durch die Straßen. Lang lebe Geralt von Riva! Lang lebe die Herzogin! Hier wird geboxt. Moin Moin! Ach, scheiße Leute, sorry! Wirst du gegen Stillwasser antreten? Na, wirst du? Wirst du? Wirst du? Ja, werde ich, bin dabei. Der Ritter, warum sagt er nichts? Ich wüsste gerne, wen ich vermöble. Der Ritter verrät nicht, wie er heißt oder aussieht. Er sagt kein Sterbenswörtchen. Guter Herr, zügle deine Neugierde. Ein Ritterschwur ist kein leeres Versprechen. Stillwasser wird Gesicht und Wappen verbergen, bis ihn jemand besiegt hat. Ja, es sieht ja. Also, kämpfst du nun oder nicht? Oh, bin dabei, ne? Muss ich. Sonst krieg ich das. Ich fordere dich zum Duell. Krieg den Quest ja nicht erfüllt, ne? Siehst gut aus. Mit deiner Fashion-Maske und dem coolen Bob oder was auch immer. Edle Herren, tugendhafte Damen, schon bald beginnt ein weiterer Kampf. Jo, geht los jetzt. So. Mal sehen, ob ich diesmal nicht so toll auf die Fresse kriege. Ah! Ah! Was denn? Verlieren wir die Nerven? Also irgendwie bin ich zu doof dafür. Man muss ja irgendwie auch blocken können. Aber wie geht das? Wie blockt man?
Eigentlich doch, wenn er zuhaut so. Und dann kann ich doch nachtreten, oder nicht? Eigentlich. Komm her, komm her. Drauf. Okay, ich glaube, langsam habe ich das System verstanden. Langsam kriege ich das wohl hin. Meine Damen und Herren, der Hexer bezwingt den bislang ungeschlagenen Stillwasser. Was für ein Kampf! Ja, krass so. Wer ist das jetzt? Seines Gelübdes enthoben, kann der Ritter nun sein Gesicht zeigen. Deine Schläge sind stark und ehrlich. Meinen Glückwunsch. Oh, eine Dame. Danke. Sonst hast du nichts zu sagen? Ich bin eine Frau. Keine dummen Sprüche? Nee. Wieso? Was soll da dran sein? Wir leben doch im 13. Jahrhundert. Frauen führen Tavernen und Höfe und kämpfen. Behauptest du nicht, es wäre ehrlos, gegen ein Weib zu kämpfen? Nee. Das ist was für Leute, die Angst haben, gegen eine Frau zu verlieren. Nun steht nur noch der Koloss zwischen dir und dem Maestro. Du solltest nach Saint-Sébastien aufbrechen und nach dem größten Hof dort suchen. Machen wir! Oh, das ist nicht weit. Dort können wir zu Fuß hingehen. Scheiß doch auf alles. Auf zum Koloss. Fahren wir eben fix durch die Stadt. Meine Mama kriegt jetzt so einen Bau. Die Herzogin hat ihn bestellt. Ja, das nennt man schwanger. Ja. So, dann war so einen Bauch. Das ist günstig. Da ist mein Bruder drin. So, noch den dicken Koloss und dann kommt der letzte. Und dann, ja, natürlich. Besoffen im Rennstein, wie üblich. Lecker. Hat richtig Wackenflair. Also sprach Majoran, die Gier nach Geld ist die Wurzel. So, bin ich mal gespannt, wie der Koloss denn so drauf ist. Er klingt auf jeden Fall sehr kolossal, will ich mal meinen, ne? Aber wer will krank werden, kommt zu mir. Was? Billige Infektion. Kein Bock zu arbeiten, wer will krank werden? Oh, scheiße. Stellst du dich den Koloss? Ja, muss ich ja, ne? Oh, du siehst wie ein Mann aus, der sich austoben will. Hey, Weißlöckchen, traust du dich gegen den Koloss zu kämpfen? Tu ich. Oh Mann, der ist aber auch dick, du, mit Nippel. Der Koloss, so heißt der also? Der Koloss? Interessanter Spitzname. Oder geile Nippelpiercings. Oder hat ihn seine Mutter nach seiner Geburt wirklich so genannt? Aber natürlich, warum auch nicht? Der Koloss, das klingt nach Stolz und Leidenschaft. Also, kämpfst du mit? Kampfkoloss, Kampfkoloss! Ja, natürlich. Bin dabei. Gut, kämpfen wir. Ha, langweilig. Kein Interesse. Ich bin schnell. Zu schnell für dich. Schwuppdiwupp, Arm kaputt. Und wie willst du dann dein Schwert halten? Das ist doch kein Wettkampf. Ist jetzt Angst oder was? Du willst nicht kämpfen. Warum dann nach Herausforderern suchen und meine Zeit verschwenden? Oho, wir sind etwas gereizt, wie? Ein Hexer, hm? Machen wir es so. Blockst du drei meiner Schläge, gewinnst du. Aber du darfst mich nicht angreifen. Kein einziges Mal. Was ist das denn für eine Scheiße? Blockst du meine Schläge ab, okay? Doppelter Einsatz, wenn du drei überstehst. Spendierhosen an. Ich weiß ja, dass du es nicht schaffen wirst. Hat noch keiner geschafft. Zu schnell. Na, bist du bereit? Ich kämpfe lieber nochmal. Ja, weil ich das mit Block nicht hinkriege. Ich hau regulär aufs Maul. Ja. Wie enttäuschend. Der Hexer versteht keinen Spaß. Na gut, das macht auch keinen Unterschied. Ja, geht los, Alter. Meine Damen und Herren, ein Kampf, ein Kampf, ein Kampf. Ich schau dir lieber regulär aufs Maul. Normales Reglement. Hexer gegen Koloss. Dann wollen wir mal. Blocken, dumme Gans. Zu schnell für dich, was? Läuft. Na komm her, na komm her. Komm schon. Butz, butz. Bam, bam. Bam. Jawohl, der Koloss ist gefallen. Der Hexer besiegt den Koloss in einem regelkonformen Kampf. Und was für ein Kampf das war. Du schlägst hart und gut, Meister Hexer. Danke. Danke. Dir gebührt mein Respekt, edler Herr. Das haben wir seit vielen Jahren nicht mehr gesehen.
Und nun hast du das Recht, den Maestro persönlich herauszufordern. Du findest ihn bei den Docks. Ja, dann auf zu den Docks. Besiege den Maestro im Faustkampf. Ich fühle mich schwach. Dann wollen wir mal noch hinab zu den Docks. Ich denke, das schaffe ich jetzt noch. Was ist da denn los? Oh Mann. Das könnte noch klappen. Du hast mir gleich gefallen. Lieber vor Trunkenheit sterben, als vor Langeweile. Wir sind schon auf alle denkbaren Arten bestraft worden. Dump, 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 dump. Gira läuft und Gira läuft. Wo ist der Knacker denn nun wieder hin? Der Knacker? Welcher Knacker? Mann, ist das weit! Himmel, Herrgott! Ich habe jetzt endlich das Kampfsystem verstanden. Es läuft jetzt. Kurz vorm letzten Kampf. Hauptsache, man versteht es irgendwann, ne? Das ist ja die Hauptsache. Achtung, ich muss hier mal durch. Der Koloss, der Maestro wartet auf mich. Hallo. Gute Verpflegung. Hallo, kleines Lamm. Wer braucht die nicht? Wer braucht die nicht? So, Maestro. Hey, sieh an, wer ist das denn? Die Weiße. Da ist er. Finde ich hier den Boxer, den man den Maestro nennt? Maestro, Champion, der Unbesiegte. Er hat viele Namen. Du bist der Hexer, der die drei geringeren Meister ausgeschaltet hat. So sieht das aus. Der bin ich. Wollte gegen den Maestro kämpfen, doch er scheint verhindert. Mit Alkohol kuriert der Maestro seine schlimme Schüchternheit. Er ist ein sensibler Mann, musst du wissen. Nüchtern würde er nicht mal ein Kissen ausklopfen. Ich verstehe. Ein nüchterner Kampf ist wie ein Tanz ohne Musik. Gut, wenn du das sagst, bin ich dabei, ne? Nicht so betrunken zum Kämpfen? Läuft das? Vergiss den Kampf. Du kannst ja kaum stehen, so blau bist du. Das geht sicher einen feuchten Kehricht an. Uff, du schwätzt, dass mein Wodka warm wird. Kämpfst du, ja oder nein? Okay, na gut, dann wollen wir mal. Also gut, ich fordere dich heraus. Moment! Hoppla, ich habe meine Prinzipien und Regeln. Wo ich esse, scheiß ich nicht. Und gegen nüchterne Leute kämpfe ich nicht. Ja, was ist das denn? Was heißt das? Das heißt, entweder du trinkst, oder du verpisst dich mit Anlauf. Ja, dann werde ich wohl trinken. Schön. Na, das wird geil. Das Monsieur. Kann ja nur in die Hose gehen. Tritt auf. Endlich. So, ich muss jetzt mein Hahn ausstellen, weil der wird uns genau im Kampf dazwischen funken. Das sag ich euch. Na, das wird ja lustig. Da können wir ja niemals besiegen. Das wird ja, um Gottes Willen. Dann mal los. Wo wirst du mal prügeln, wa? So, Geralt. Okay. Hoppala. Aufs Maul. Aufs Maul. Aufs Maul. Aufs Maul. Ist das so? Das sehen wir dann. Hey, gut pariert. Ja, danke. Was? Das war der Meister. Oh, du Frechdachs. Hast mich besiegt. Ist jahrelang nicht passiert. Deine Fäuste. Einfach glorreich. Da läuft. Danke. Ich kann es nicht fassen. Darauf muss ich trinken. Oh. Guter Kampf. Ehrlich gesagt bin ich froh, dass du jetzt den Titel trägst. Da habe ich mehr Zeit für meine wahre Leidenschaft. Saufen? Hiermit erkläre ich Hexer Geralt von Riva zum Faustkampf-Champion von Beauclair. Bravo! Dankeschön. Hier, deine Trophäe. Eine Faust. Die können wir uns dann schön ins Haus stellen. Leben ohne Saufen ist wie Lieben ohne Lecken. Oh, wenn du das sagst, dann wird das wohl stimmen, ne? So, meine Freunde, wir machen dann jetzt hier tatsächlich noch einmal einen letzten Break. Dann gibt es im letzten Part, werden wir uns nochmal ins Haus begeben, noch ein bisschen den Geralt nochmal ein bisschen aufpimpen, noch ein bisschen Revue passieren, wie es so war. Vielleicht sammle ich noch ein paar Statistiken zusammen.
wie so meine Let's Plays vom Witcher überhaupt, wie die so angeschaut worden sind. Und ein bisschen nochmal Revue passieren lassen, was so passiert ist. Und dann endet es wirklich im nächsten Part. Also der letzte Part wird der letzte Part sein. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet soweit ein bisschen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst uns mal eine Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich immer gerne unter Video posten. Ansonsten sehen wir uns dann im nächsten Part wieder. Bis dahin, viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufox.